neuer Film. Ja. Jäger Black. Und ich meine, hier mal lang. Das wäre auch. Hier ist auch noch ein Weg. Den nehmen wir jetzt nicht lang. Den jetzt auch nicht runter. Aber weiß ich mir jetzt nicht. Da kommen wir zur Straße hin. Nehmen wir den anderen hoch. Wieder berg hoch. Den anderen Weg mal gehen. Das ist nicht falsch hier. Nicht mal richtig. Hier. Was ist das für einer? Der geht auch hier runter. Nehmen wir hier den. Aber keine schwarzen Schilder. Das ist der andere Weg sein. Aber irgendwo komme ich hin. Ne? Okay, schon.
Hier sind Orangenhexen-Schilder. Dem Weg. Ein ganz anderer Blick, wenn man hier zurückläuft. Immer wieder so ein Stück zur Straße hin. Hier hübsch. Das ist ein hübscher Weg hier. Richtig tief runter hier. Nee, das ist nicht der Regel hier. Wir können ja so machen. Noch eine Wanderung drauf. Man spült alles kaputt hier. Tief runter. Hier ist ein Stein. Schwer zu laufen hier. Stellenweise. Aber das ist hübsch der Weg. So ein Fels drin. Ganze Seite hier.
auch noch Fels. Auch gleich da. Die ganze Ecke, das habe ich noch gar nicht gesehen, ja. Schon interessant hier. Das ist in Sonne so. Eindruck. Wie komme ich zur Straße hin? Nächsten hoch. Das ist nicht der richtige hier. Kein Weg. Den anderen da. Das ist eine Bushaltestelle, aber nicht welche hier. Hier will ich rein. Gasthaus. Ach ja, da, das ist ein Gasthaus sogar. Kulturberg. Das ist ein Gasthaus. Musste ich gar nicht. Jetzt gehen wir mal den hier hoch. Ja, das ist der. Der geht hier berghoch. Irgendwo komme ich schon raus. Ja, der geht berghoch. Beschreibung.
Und sind auch keine Schilder. Hier sind wieder keine Schilder. Der Seite hier. Und wenn wir sehen, wo wir hier rauskommen. Kein Schild. Aber berghoch von der Beschreibung. Geht berghoch. Nichts ausgeschildert hier. So schön wie da drüben ist es hier nicht ausgeschildert. Gleich da hinten. Na, komm noch. Nach der Sonne her müsste ich zu runter. Ist kein Schild. Nirgendwo. Und dann gehen wir nach Sack. Sehen. Fahren wir wieder nach Hause. Ja, so weit kann ich gar nicht mehr. Also hier ist nicht ausgeschildert. Hier ist nichts ausgeschildert. Gar nichts. Wie da drüben, das ist, die Seite ist schön. Aber hier? Gar nichts. Wo sind denn die hergekommenen? Steht schon wieder so ein. Das sind nur Waldarbeiterhäuser. Wohnwagen. Scheint hier Forst zu sein. Aber es ist trotzdem ein hübscher Weg. Vielleicht bauen die hier wieder ein. Nicht Schotter. Weiß es ja nicht. Das ist schön. Wie ausgeschildert hier. Kommen wir da noch.
Aber nicht schön hier. Berg runter. Eigentlich geht das auch bergab. Kann das ein Schild sein oder ist das eine Blume? Nicht erkennen. Nee, Pflanze. Ja, die sind ja von da, das ist ja berghoch dann. Ja, Unerfekt hat gesagt. Die sind ja von. Geht aber steil hoch, sagt sie. Hier berg runter. Mal sehen, wo wir rauskommen. Wo kommen wir immer raus? Bergab. Mal gucken, wo wir rauskommen. Weg. Mal gucken, wo wir rauskommen. Unhübscher Weg hier. Der ist ja hübsch hier. Das ist ein Ort. Ah, die gehen alle noch weg, die Bäume hier. Kennzeichnet. Schöner.
Und Autos fahren immer. Nicht erkennen, wo wir sind. Keine Schilder hier. Nee, kann man nicht. Ja, auch ein paar Mal, aber nicht um die Jahreszeit. Früher ist das hier bestimmt schön. Hier werden wir mal gucken. Aber jetzt geht's nicht. Hier ist nichts ausgeschildert. Die Tante mir da erzählt hat. Zu tief die Sonne. Oh, ist das schön hier. Eine Landschaft hier herrlich. Noch kein Schild. Hier gerade runter. Und so komme ich schon raus hier. Nee, ist nichts ausgeschildert. Dann ist das Frost. Dann ist es hier Frost. Gebiet. Nee. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas Schild. Mal gucken. Und da ist nur was angenagelt. Peter Hützelweg.
Peter Pützelweg heißt der. Pützelweg. Das war alles Laubwald. Wieder schwerer. Oh, guck dir das an, wie tief das runter geht hier. Oh. Jetzt geht's doch wieder berghoch. Das kann schon sein. Oh, nur schön aus hier. Wieder Waldarbeiter. Es geht berghoch. Aber wie? Schön aus mit dem Grün in der Mitte. Aber schwer zu laufen. Berghoch und schwer. Aber schön. Von der Landschaft sehr schön. Und von der Seite besser vom Licht her.
in den Landschaften hier im Hildesheim. Ecke hier so. Oh. Das will ich euch ruhig zeigen. Wie tief das hier runter geht. Wie schön das hier ist. Richtig tief runter. Nur viele Bäume angezeichnet. Tee. Weiß ich nicht, was das ist. Oh, ein Weißer. Hier könnte wild sein. Hoch her. Gucken wir mal, wie hier rauskommen. Hier würde ich auch nicht runterklettern. Ohne Hilfsmittel. Hier ist schön kühl. Aber auch schön. Von der Landschaft hier. Schön, ein Vogel kommt. Nicht aber weiter. Weg wieder ein bisschen besser zum Laufen. Hier ist die Kurve jetzt hier rum. Wieder bergab. Ein Stückchen. Es riecht aber schön hier. Im Wald. Da ist ein Weg. Nichts ausgeschildert. Jetzt schätzen Sie mal. Rechts oder links? Und dann geht da drüben noch weiter.
gucken. Ja, da ist irgendwas, eine Schutzhütte. Was ist das denn? Gucken wir mal, was das ist. Irgendwas steht da. Das ist schon interessant hier. Was ist das denn? Eine Schutzhütte. Wie heißt die? Oh, hier ist Bänke. Die haben ja einen Namen. Ein Grill? Die Name? Ja, hier steht irgendwas dran, ne? Das habe ich doch im Bild gesehen. Noch ein Weg. Zur Straße hin. Schade. Oh, sind wir erstmal hier. Nicht die Straße. Oh, das ist scheiße, dass hier die Wege nicht ausgeschildert sind. Alles so auf dem Weg finde. Ein Schutzhütte habe ich gefunden. Oh, jetzt. Silbersee geht auch, da fährt auch ein Bus. Und da muss ich wieder so lang. Westfeld, von da in der Richtung bin ich ja gekommen. Hier kann man auch eine Pause machen. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier weiter. Ja, hier weiter, mal gucken. Hier ein Pfeil weiter. Was ist das? Hier noch ein Weg. Das ist ein Wanderweg. Hier. Die Seite ist nicht so schön von der. Jetzt gucke ich nochmal. Digitalisierung funktioniert auch nicht immer. Müssen Sie das alles abdecken, dass man Internet und Empfang hier überall hat. Das ist nicht. Kommen immer wieder in Funklöcher hier rein.
Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Schön sieht's aus hier. Maschine in der Nähe. Hier wird schon einer. Aber wieder anders wie Nörden-Hahnberg und es ist immer anderen Charakter. Hier haben sie Waldarbeiten gemacht. Tee. Das bedeutet, weiß ich nicht. Kann sein, wird die weg. Schaube oder was? Wir suchen wohl wieder jemanden. Das ist Naturschutz hier. Ist noch hell. Noch gut. Wieder anders aus. Weg ab hier. Berg hoch, dann wieder ab. Aber
interessant hier mit der Landschaft hier. Sieht teilweise wie früher auf die Landwege aus. Schön hoch, das Ding. So einfach zu laufen hier. Hier geht mit Rollstuhl gar nicht. Manuell. Und kann nicht vorwärts kommen. Nee, so kommt man immer raus aus dem Wald. Bis wann? Forster kennt sich hier aus, aber nicht. Schon interessant, hier zu sehen. Muss hier viel wild sein, sonst Beobachtungsstation nicht so viel. Der Weg wieder ganz anders aus. Nächster Ort. Aber hier geht doch ein Weg lang. Muss ja irgendwo dann auch raus, sonst wird ja kein Weg gehen. Nicht schlau. Doch mal den anderen gegangen. Den Weg. Boah, tut mir der Rücken weh hier von den bergab nur. Das ist anstrengender wie berghoch immer. Langsam Ziel haben der Bushaltestelle kommen. Die andere Seite ist besser ausgeschildert. Diese hier. Zurück zu laufen. So ein Weg hier, man muss auch eben.
nicht so ein. Also ich kriege hier einen Vogel hier. Wieder fast verlaufen hier. Wenn so eine Wege mag im Herbst. Die Tage kürzer sind nicht mehr. Jetzt hier irgendwie runterkommen. Bleib hier nochmal hoch. Nee. Das ist schon richtig wandern. Wenn er irgendwie auf eine Straße wiederkommt. Mal gucken. Siehst du? Das ist das, was eine Rundung. Da kommt man auf der Straße mal wieder. Da habe ich doch nicht den schweren Weg zurück. Hier ist auch kein Schild. Das ist wahrscheinlich der Weg. Und er jetzt hier weitergeht. Ich glaube, dann falle ich ins Bett. Und nass. Im Regen hier noch. Jetzt gucke ich mal, wo wir hier so sind. Das ist ein Ort hier. Von der Farbe auch schön. Wieder so ein Band. Bekanntes Finden.
vorne die Sonne. Einen Weg. Mal gucken. Hauptweg jetzt hier. Asphalt. So, jetzt Richtung Hildesheim. Da müsste eigentlich die Richtung gehen, die Kreuzen. Mal gucken, ob wir jetzt hier richtig. Total verlaufen hier. Da muss er dann wieder Schiller sein. Dann. Nee, hier nochmal hochlaufen. Oh nee. Hübsch ist es hier schon, die Landschaft. Na, hier sieht es schon nach einem Ort aus. Oh, hier ist sehr hübsch. Oh, ist das hier schön. Nur wüsste, wo ich bin hier. Der nächste Ort ist meiner. Was fährt? Zum Anfang hat es so schön geklappt mit der Aus. Aber hier ist ja gar nichts ausgeschüttet. Aber ich habe es wegen meinem Auge wieder nicht gesehen.
Das war schön, also. Mit der Ausschilderung, aber hier gar nichts. Schild oder was ist das? Oder nur ein Baum abgesägt? Schön hier von der Landschaft. Wunderschön hier. Und Stab da drin. Das soll weiß ich auch nicht. Da sind die Schilder drin. Die Schilder müssen noch von hier zu sehen sein. Also hier ist was ausgeschildert in dem Bereich hier. Antenne. Das ist eine Antenne. Oh, weiter. Jetzt ein Parkplatz. Das ist auch noch ein Wanderweg. Oh, hier kannst du aber wandern, bis der Arzt kommt. Aber nicht nachmittags. So schnell. Nachher dunkel, wenn man sich hier nicht auskennt. Wenn die nach Alfeld laufen, dann fährt ein Zug. Das ist mir jetzt wohl egal. Da fährt ein Zug. Hannover zur Not. Hier ist ein Ort. Hier ist eine Bank. Zwei Schilder. Es ist ein Hirsch. Ein Hirsch und ein Orangener. Ah. Dann gehen wir hier runter. So ein Ort ist mal kommen. So, von dieser kleinen Pause mache ich jetzt das. Irgendwo komme ich schon nach Hause. Mit diesem Blick. Pause beendet. Jetzt geht es hier weiter. Tablette eingenommen.
lustig aus. Schön von der Landschaft hier. Oh. Das ist noch eine Bank. Aber da setzen wir jetzt nicht mehr hin. Die Gegend ist hier wirklich schön. Das ist der Parkplatz. Mal gucken, wo eine Bushaltestelle in der Nähe hier ist. Parkplatz. Ich will aber irgendwie sehen, dass ich eine Bushaltestelle finde. Ja, dann will ich mal. Was ist das hier? Regenwasserrücken. Regenwasser. Wegen Regenwasser, wenn zu viel ist. Eine Figur. Nee. Parkplatz hier. Kann die mir weiterhelfen. Das ist ein Parkplatz. Das ist der offizielle Parkplatz hier. Und hier hat ein Bus. Da geht die aber nicht zurück. Ihnen dann noch einen schönen Tag. Von Parkplatz mal Richtung Alfeld. Bank ist denn?
Wunderschön hier. Ach hier, daneben ist ein Weg. Recht. Ist die alte Straße hier? Hier ist ein Weg. In der Straße. Das ist Richtung Alfeld. Nach Alfeld hin. Zack, Alfeld. Ist aber auch nicht ausgeschildert hier. Geht natürlich nicht lang. Wieder auf der Straße. Na, hier ist es schön. Schwierig. Rollstuhl hier lang. Schotterweg. Aber von der Landschaft her. Panorama. Ist das schön. Ist ein Panorama. Jetzt ist Hase hier. Wir haben eine Karte. Sieht es hier nicht. Sehr hübsch. Ein Auto. Nee, das steht da unten. Dann habe ich wenigstens erstmal einen Schluss.
Nee, hin. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich hier. Sack. Aber ich will jetzt nicht durchlaufen. Aber es liegt ja hier schön. Panorama. Das ist natürlich schön. Ob das was geklappt hat, weiß ich jetzt nicht. Sieht das nicht. Einen Weg lang. Nee. Das ist ein Feld. Das sah nur so aus. Das hier ist, weiß ich nicht. Gartenanlage, stimmt. Das ist doch erzählt. Hier eine Bushaltestelle ist. Das ist ein Ortsschild. Bei den Autos hier. Und das ist hier auch gefährlich. Keine Bushaltestelle. Das ist das Ziel. Die Bushaltestelle. Ab Sack, Abzweig Sack. Und das ist der nach Ahlfeld. Oh.